glaube, das Der Praktischste hier wäre eher ein Wind, der den Dämonen wegweht. Ja, auch gut. Was Leute. Habt ihr gerade gesehen? Habt ihr was gesehen? Dieses Wetter ist wieder natürlich. Es ist nicht natürlich entstanden und es ist auf. Es ist durch Mächte entstanden, die nicht Teil der Schöpfung sind. Sollten wir dann nicht hier weggehen? Weg. Ja. Dann. Coacher, möchtest du fahren? Ich beug mich etwas über den Rand des Wagens. Ja, wenn ich raufkommen soll, ja. Oder dann ja. Fahr doch vielleicht bitte. Okay, ich nehme meine Aussage des Nebels zurück. Es tut mir leid, ganz gut. Also, fahr nicht zur Brücke, ja? Fahr woanders an den Fluss. Wo auch immer, ich fahr jetzt erstmal in die Berge ran, ja? Gibt es noch einen anderen Weg außer die Brücke in. Linzbörkel ist tatsächlich keine schlechte Idee, ich habe dort Freunde. Die Wachen werden uns helfen. Fahren wir erstmal nach Linzbörkel. Von der Kiste wissen. Zur Not können wir auch nach Randolfsal, da soll wohl auch was sein. Also gibt Herbo Ranfel dem Pferd die Sporen bzw. die Peitsche und ihr könnt rumpeln an Neuerstwerheim vorbei entlang über den matschigen Acker, bis ihr dann wieder auf die Straße trefft und nach einigen weiteren Stunden könnt ihr baronlich Winsböckel erreichen. Eine kleine Stadt mit einem Turm dabei bzw. ein Schloss, es ist kein richtiger Baronssitz, aber es reicht zumindest. Wie hieß denn der Baron dann nochmal? Den Baron selber, das ist ja derjenige, den ihr gerettet habt. Aktuell ist er nicht vorsitzend, sondern das ist an seiner Stelle Irian von Winsböckel. Das ist eigentlich der Baron von Königsweber, eine Baronie weiter. Da sitzt allerdings auch ein Nekromant, deswegen ist er hier untergezogen. Allerdings seid ihr natürlich dann in der Baronie Winsböckel bekannt und dementsprechend könntet ihr auch bei ihm vorgelassen werden, wenn ihr wolltet. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Also zumindest bis der Nebel weg ist. Ja, der Nebel begleitet euch auch bis Binsböckelsch und ist wohl, ja, Nebel, Regen, beides scheint die Bewohner von Binsböckel nicht zu interessieren, aber ja gut, ihr könnt dann auf alle Fälle einlaufen. Die Bauern stehen auf den Feldern, jetzt im Sommer auch im Regen und werden da wohl irgendwie bestellen, werden sich um die Schafe kümmern oder die Rinder. Ja, so lauft ihr ein und könnt euch ein bisschen umsehen. Wir sollten uns ja ein wenig überlegen, was wir dem guten Irian von Winsböckel sagen, aber vielleicht kann er uns helfen, wenn wir nur sagen, dass wir bei einer Queste der Bannstrahler unterwegs sind. Ich glaube, wie soll er uns denn irgendetwas sagen müssen? Nur, wie soll er uns denn helfen? Ja, vielleicht schickt er uns ein paar Soldaten mit oder er kann uns sagen, wie wir sicher über den Fluss kommen. Hier soll es ja eine Kettenfähre geben, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich dachte, wir wollten die Fähre nicht nehmen. Ja, sie ist einer der wenigen Wege über den Fluss. Ein Weg, wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg. Aber jetzt sind wir eh schon. Das ist richtig. Dann lass uns mal zum Wachhaben gehen, oder? Ja. Wenn ihr eine besonders schmale Stelle über dem Fluss seht, sagt Bescheid. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass Mandarion uns, naja, irgendwie helfen können. Und wenn sie schwach genug klein genug ist, könnte ich vielleicht eine Eisbrücke bauen. Dann wird die Kiste irgendwie überdecken. Ja, sollten wir. Okay. Kasim nimmt seinen Umhang, den er normalerweise über die weiße Robe trägt, der halt auch weiß ist, und schmeißt den einfach über die Kiste. Also den Umhang. Nach meinen Umhang so in der Hand und guck ihn so ein bisschen an. Nach deinem Umhang der Suche? Nach 3 Minuten der Suche könnt ihr vor einer Wachfrau stehen, einer Weibelin, mit dem Namen Lasina. Schaut euch an, nickt euch zu. Ja, wenn ihr wollt, ich habe schon von euch gehört, der Irian Binsböckel ist da. Wenn ihr wollt, lasse ich euch hoch. Warum ich sollte hier bleiben und seid ein bisschen auf der Hut. Wir haben unmerkwürdige Vorkommnisse gesehen. Ein Nebel, der aufgezogen hat und ja, unnatürlich gewirkt hat. Meint ihr diesen Nebel hier? Genau, er muss uns gefolgt sein. Ich hoffe nicht, wir haben das Unheil hierher geholt. Na, da hättet ihr lieber mal die Sonne mitbringen müssen, hä? Ja. Habt ihr einen Priester hier? Ein Priester? Ah, die sind zurzeit, ich glaube nicht. Wir hatten mal vor kurzer Zeit ein paar reine Akoluten hier, aber der ist weitergezogen. Hat gesehen, dass hier alles gut ist und dann. Ich glaube, er wollte nach Randolfsforst. Wo ist der nächste Effert oder Rondra-Geweihte?
bist, weißt du das? Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Also werdet ihr sicherlich vielleicht auf Sündenart. Jetzt los, runter. Also könnte der Nebel auch gefährlich für die Bewohner hier werden. Man schaut mal zu dem Wachmann und flüstert dann ein bisschen, sodass der Wachmann es nicht hören kann. Das weiß ich nicht. Es ist potenziell alles möglich. Ich habe eine solche Art von Magie noch nie in meinem Leben gesehen. Warum gehen wir da nicht so schnell wie möglich? Also wenn ihr wollt, wir haben hier einen Effort-Schrein, aber kein Akoluten oder sowas dazu, nur ein Schrein. Also das ist eigentlich so eine Stelle, wo wir halt Muscheln opfern, aber mehr ist das nicht. Gibt es in diesem Schrein Weihwasser? Nee, das ist nur eine Stelle, wo wir Muscheln ablegen. Sollten schlimme Dinge passieren, geht alle zu dem Schrein und betet. Vor einem Jahr haben wir mal einen Petrol gefunden, der liegt da auch noch. Sehr gut. Wir sollten weiter eine Furt oder etwas ähnliches suchen. Es gibt noch eine Brücke auf der anderen Seite von Wilhelm von hier aus. Die hat, Boltax hat gesagt, Mutter Sumu hat sie wachsen lassen. Das ist natürlich Blödsinn, aber jedenfalls ist sie da. Ich kenne die ist zu schmal für einen Wagen. Gwen Petrül, das ist doch dieser magische Stein des Efforts, der leuchtet, oder? Göttlich, nicht magisch. Göttlich, natürlich. Und wir sollten ihn natürlich hier lassen, damit das Dorf geschützt ist vor dem Nebel, nicht wahr? Also ich meine, er gehört ja nicht uns, es steht ja uns nicht zu, ihn mitzunehmen. Warum willst du den Stein haben? Wir wollten zum Irion, oder? Irion? Ja. Ja, wenn ihr wollt, übernimmt ihr mal das. Kann ich hochlassen. Kein Problem. Travigo übernimmt ihr mal das Reden. Ja, selbstverständlich, aber Ardo, ihr kanntet ihn? Ja, persönlich nicht, aber er hat doch von uns gehört. Achso, gut. Gut. Ich würde draußen bleiben und mich immer noch weiterhin nervös umschauen und mir vielleicht auch mal den anderen Söldner krallen, dass er mal mit mir mitkommt. Also. Mit dir folgen. Ja. Macht ihr erstmal hier Vogt-Action. Ja, wir bleiben lieber hier und bewachen. Während du dich umsiehst, kannst du vor allem sehen, wie dein Hund anschlägt. Hat wohl zwei andere Tiere gewittert, zwei große schwarze Wölfe. Mitten im Dorf. Am Rand des Dorfes, die aber zielstrebig in eure Richtung schnuppern. Dann werde ich dem nächstbesten nahegelegenen Wachmann mal sagen, ihr solltet vielleicht eure Bauern von den Feldern holen. Seht ihr das dort hinten? Ich kann ja gar nichts sehen, das ist überall Nebel. Da hinten sind zwei riesige Wölfe. Oh. Sorgt dafür, dass die Bauern von den Feldern kommen. Seid ihr sicher, dass es Wölfe sind oder Hunde? Sieht nach Wölfen aus. Das ist nicht gut. Ich gehe mal zur Glocke, Moment. Ja, und ich sag den anderen auch, Leute, kampfbereit machen, da kommt wieder was auf uns zu. Können wir bitte endlich gehen? Müsst ihr euren Freund jetzt noch treffen? Weiter den Fluss runter, wir haben keine Zeit mehr. Ich bin auch dafür. Ich hab doch gesagt, wir sollten nicht hier hinkommen. Also gut, dann reden wir nicht mit dem Vogt. Bronga, du kannst erkennen, wie ein gewaltiger Torwaler über die Straße direkt auf den Marktplatz zugeht. Direkt auf euch. Mandarion schießt ihm ins Auge. Aber er sieht nicht gefährlich aus. Wenn der nicht gefährlich aussieht, was soll dann bitte gefährlich aussehen? Mach mal eine Überreden, erleichtert um 4. Ich glaube, Mandarion ist hinreichend gestresst, um da jetzt nicht allzu viel zu protestieren. Überreden, erleichtert um 4. Warte kurz. Unter der Schwert um 4 oder so, weil Mensch 11. Purer Mord. Jetzt folgt dem anderen. Ja, easy, hier. Okay. Er legt zumindest an, um sich Zeit mit dem Zielen nehmen, weil er ins Auge schießen soll. Der Torwaller, sehen wir den alle? Mittlerweile ja. Wir sehen dich. Trete heraus ins Licht und sprich, was du vorhast. Ignoriert doch den einfach und wir müssen hier weg. Aktuell wir 60 Meter entfernt. Wir müssen uns noch mehr Probleme anschaffen. Wenn wir jetzt hier weggehen, dann wird er das Dorf massakrieren. Dann ist bleib, das so. Bleib beim Wagen, beschützt den Inhalt. Wir können eine Sinneschärfeprobe machen. Alle? Alle, na klar.
Ich habe herausragende Sicht und Stuff, falls das wichtig ist. Darf ich auf Kriegskunst würfeln, ob es noch realistisch ist, dass wir hier wegkommen? Das ist eine gute Idee, darf ich das auch machen? So, ja, Würfel. Klar, könnt ihr machen. Ja, 9 Punkte über. Ihr könnt natürlich fliehen, aber mit einer ultraschweren Kiste und einer matschigen Weg unter euch ist das natürlich sehr schwierig. Sag ich doch. Es ist unrealistisch, dass wir jetzt noch fliehen können. Los! Und während ihr euch umseht, umblickt, die einen haben es vielleicht nicht mitbekommen, denn ihnen schlottern die Knie. Die anderen derweil haben erkannt, dass sie eingeschlossen sind. Initiative. Kriegen wir noch Tokens? Ja, ich habe euch bereits auf die Position gezogen. Ich habe allerdings vergessen, euch Visible Players zu machen. Dann nehmen wir das untere Initiative-Brett, könnt euch da die Token arrangieren. Und dann würfel ich aber mit meinen Aaskrähen. Und ich würfle mit Skybor Quallenfresser. Skybor auf der 24. Boy. Ich hasse es, Müll in die zu haben. Und alle anderen Aaskrähen auf der 21. So sind die so gut, die für uns. Das kann doch nicht wahr sein. Denk dran, dass deine Initiative plus 4 ist, wenn du Kampfreflexe hast. Ja, das ist jetzt eingetragen. Wo sieht Leonidas? Wo stehst du? Wie viel ich gewürfelt habe? Ja, 21. 21. Gut. Wie viel Zeit ist vergangen, seit ich die Schreckgestalt kassiert habe? Ungefähr 4 Stunden. Gut, dann ist sie nämlich weg. Ja. Ist aber weiterhin um mich herum, ne? Also die Nebel existieren und du weißt das auch. Du bist ja eigentlich was gesehen, aber. Wenn ich drauf gucke, ich Angst bekommen. Genau. Trafikor 13. Ja, ich möchte vorziehen. Ja, also zu den stopp. Alarm. Alles klar, und zu den Waffenalarm, Mindarion 21. Ja, ich glaube, Mindarion verliert endgültig die Nerven und wird den Typen jetzt erschießen. Ja. Ich hatte gesagt, ich würde zielen. Kann ich 4 Aktionen zielen annehmen? Du kannst 4 Aktionen annehmen, aber er darf ausweichen, weil er sieht, dass du auf ihn angelegt hast. Ja, sehe ich. Okay, 2 Fragen. Erstens, ist er irgendwie gerüstet? Hat er erkennbare Schwachstellen? Vor allem hat er ein Schild. Okay. Geht. Ich frage noch einmal, hat er erkennbare Schwachstellen? Nein, hat er nicht. Dann, also er ist überall mit Leder gerüstet, also sowas wie ein Rüstungsschutz 3, würdest du meinen? Ja gut, dann wie es gesagt war, halt ins Gesicht. Also ich ziele nicht auf irgendeine spezielle Zone. Ja. Kann ich mir irgendwie eine Finte ansagen? Du darfst dir eine Finte ansagen, ja, aber Dann darfst du keine Zone mehr anzielen. Ja, ich hatte bereits das ausgeschlossen. Gut, dann möchte ich eine 10er-Finte. 10er-Finte, alles klar. Ich würfel jetzt erstmal und dann rechnen wir, wenn es ist. Oh, ist das herrlich. Es ist kein Patzer. Ist das herrlich. Kein Patzer? Du hast Patzer? Mal ein Schiff, vergiss das nicht. Ich habe kein Schiff, ich habe eine Chance gegeben. Wie, du hast ein Schiff? Alter. Dann ist deine nächste Aktion um 10 Punkte erschwert. Du schießt und er hält sein Schild einfach davor. Es klockt gegen den Schild und du weißt, du kommst durch diesen Block nicht durch. 13, Travigor, eine Aktion hast du noch. Ich ziehe meine Waffe. Du ziehst deine Waffe, 17. Armatrotz. Armatrotz. 4? 4 Aktionen oder Rüstungsschutz 4? 3 Aktionen, 4S. Alles klar, dann sag nächste Runde Bescheid. 19, Kasim. Jo. Ja, ich nehme an, Ronga hat die höhere in die Basis. Deshalb muss ich zuerst. Wahrscheinlich, ja. Aktion Stabzauber, Ronga Attributo KK. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich den nicht auf Zielobjekt selbst angesagt habe, also darf ich nur andere. Ja, aber Stabzauber musst du vorher eine Erschwernis eingetragen haben. Und das ist ja, zwar ja, nur die halbe MR, aber. Nee, der Zielobjekt ist freiwillig. Attributo geht nicht gegen MR. Deshalb habe genau, ich ihn vorher explizit gefragt. Er hat mich ja gefragt, ob er das machen darf. Der Attribut ist im umgekehrten Schluss erschwert, wenn du ihn gegen dich selbst wirken willst, weil er nur für Verbündete gedacht ist. Alles klar, gut. Deshalb darf ich ihn jetzt nicht auf mich selbst. Warte, jetzt muss ich nur noch finden. Rituale Zauberspeicher. Willst du ein Attributo mit was? Der ist Attributo Körperkraft, Schnellsteigerung für 15 Kampfrunden, Attributo, also Körperkraft plus 14 für Ronga. Abgehört plus 14? Ui. Klar. Oh, ich hab gewürfelt. Ich habe alle ZFP übrig behalten bei allen Proben. Ronga, du merkst wohl, du wolltest gerade lossprinten, wie dein Oberarm mit dem Stab von Kasim angeschlagen wird. Plötzlich bricht deine Rüstung auf, Kettenteile, die umher springen.
dein ganzer Brustkorb bricht auf und plötzlich bist du 2,50 Meter groß und stehst im Inneren alle um dich herum. Die Wachen, die noch eben irgendwie reagieren wollten, schauen dich an, fangen an wegzulaufen, und zwar vor dir. Ungar 19. Ja, ich bin erstmal kurz fassungslos, orientiere mich eine Aktion. Ja, deine Rüstung ist kaputt. Ja, meine Rüstung. Entschuldigung. Du orientierst dich, alles klar, 21 Mandarion. Ich habe noch eine zweite Aktion. Ich bin ist, glaube ich, jetzt hinreichend, hat hinreichend die Nerven verloren, dass er erstmal nach Salaratus anfangen wird. Zwei Aktionen. Gut. Dann fange ich an, und zwar mit allen normalen Torwalern, Sturmangriffe, beziehungsweise die Wölfe setzen halt zu dem Äquivalent an. Ich gucke gerade mal nach, das ist noch ein weiter Weg, aber GS 8, 9, die haben eine GS von 9, 9 mal 3 sind 27. Auch mit Rüstung hatte, haben sie immer noch GS 9? Ja, haben sie. Okay. Die haben bestimmt Flink 2. Flink 2 gehen nur bei Goblins. Ja, aber der erste Wolf ist auf alle Fälle bei Ronga, das gucke ich mir gleich an. Aalang wird auf alle Fälle auch noch 19, 27 und Skybor, Quallenfresser, ist noch nicht dran, der guckt sich das noch an. Leonidas. Achso, stopp. Warte, ich greife erst Ronga an. Sturmangriff auf einen ungerüsteten Gott. Der Teufel halt keine Mutprobe. Auf einen ungerüsteten Gott? Auf einen ungerüsteten Gott. Ah, ja. Ich würfle einfach mal. Bedenke, dass du mindestens 2 Punkte Attacke Parade Basis durch die KK bekommst. Der Sturmangriff würde plus minus 0 gelingen, ohne eine Finte. Gegenhalten. Okay. Denk dran, dass du auch vermutlich 4 Punkte. Wie gesagt, halt ich gegen. Ja. Denk dran, dass du auch vermutlich 4 Punkte Schaden also dazu bekommst durch die TPKK. So. Damit hast du das Gegenhalten gewonnen. Ich mach den halben Schaden an dir. Der Sturmangriff geht dann im Ring nicht durch. Das heißt, du darfst den Bonus nicht eintragen. Ja, okay, aber trotzdem 9 und, TP. Ja, und weil er gegengehalten wurde, frisst er jetzt seinen Sturmangriffsschaden. 15 Schaden, da ist er aber TPKK anscheinend nicht reingerechnet worden. Das sind auf 19 Körperkraft, 19 durch 4, das sind 6. Wieso nur 19? Du hast doch keine KK 19. Ja, aber es fängt ja bei 11 an. Ich habe eine KK von 30. Ja. Ich habe bekommen plus 6 da noch rauf, also 21. Also da kommen dann noch plus 4 rauf von der Sturmangriffsansage und dann die halbe GS von 19, also nochmal 5, also nochmal plus 9. Du schlägst ihm den Kopf ab. Das war jetzt, achso, warte mal, das war der Wolf, ne? Ja, das war der Wolf, der hier dran war. Gegenhalten geht gegen Sturmangriffe echt übel, was sie auch laufen ja, lassen kann. Ich würfel gerade nochmal, Entschuldigung, habe ich die Wölfe habe ich gar nicht eingetragen, ne? Ist egal. Du hältst den Wolf gegen und schneide es ihm den Kopf ab, der in einem hohen Bogen. Ich schreie währenddessen einmal ganz laut und wütend: Kasim! Er hat meine Rüstung kaputt gemacht. Ja. Hast du Rachsucht oder sowas? Nee, Jezorn habe ich. Jezorn? Würfel mal Jezorn-Probe gegen Kasim. Das wäre natürlich nicht gut, wenn der Berserker jetzt in eurer Runde ausrastet. Oh Gott, du bist Berserker? Nein, ich bin kein Berserker. Jezorn! Keine Angst. Ich kann ja umpusten. Genau. Nachdem du hier alle umgebracht hast, wirst du auf alle Fälle Kasim noch filetieren. Keine Sorge, also ich hab da was. Vor allem ihm die Rüstung vom Leib schneiden und dadurch, dass er einfach nur eine Rüstung von 1 hat. Ich habe ein ganzheitliches Mittel, um solche Konflikte aufzulösen. Ein Messer in die Nieten. Die 21 Leonidas, jetzt darfst du, Entschuldigung. Achso, alles gut. Ja, ich gehe ein paar Schritte nach vorne, neben Travigor. Ja. Also, dass ich näher an den Aalang stehe und ziehe meine Waffen. Und schrei dann einmal ganz laut zu den Wachen, die sollen rüberkommen und uns helfen. Die laufen in Panik vor Ronga weg. Oh. Du hast deine Waffe gezogen, dann ist Skybor Quallenfresser dran. Und er wird anfangen mit... Ich guck gerade mal, auf welche Entfernung er steht. 36 Schritt. Er wird eine Aktion Position machen und wird dann sein Wurfbeil in die Seite von Leonidas schmeißen. Nicht pariert? Du kannst parieren mit einer plus 3 und dann eine Wurfwaffe sowieso nochmal plus 8. Also könntest du versuchen. Für Wurfwaffen müssten es 4 sein, über 10 Schritt. Also was soll ich jetzt auf plus machen? Plus wie viel? Du könntest versuchen zu parieren, aber du hast deine Waffe gerade gezogen. Du hast kein Schnellziehen, ne? Doch, du hast Schnellziehen. Ich hab Schnellziehen. Ja. Nee, du musst ausweichen. Ist aber plus 4, weil er geworfen und nicht geschossen. Okay. So, okay. Also ausweichen erschwert um 4. Okay. Ja. Wirf uns auf die 8.
geschafft, ja. Und hast es geschafft. Du siehst, wie ein Wurfbeil der Chaldinger auf dich zurast. Du siehst die blutige, schimmernde Spitze von dem Wurfbeil, die sicherlich vergiftet ist, und du fängst sie. Oh. Wie soll ich die fangen? Ich habe zwei Schwerter in der Hand. Ach, du hast zwei Stück, ne? Ja, dann tauchst du drunter durch und fast wie Remendarion, der Kopf abgeschnitten worden, aber die Axt fällt dann kurz vor Mendarion in den Matsch. Das war Skybor, hatte sich bewegt. Ronga, eine Aktion. War das schon pariert, ne? Gegenhalten. Ja, ich hab Gegner. Nächste Kampfrunde, 13. Ich bin erstmal. Ich möchte vorziehen. Warte mal kurz, kleinen Break. Frosty, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich mich so vor Travigon stelle mit einer Aktion. Mach das. Also hier hin. Ja, mach das. Wir können dich selber bewegen, ja, okay. Ja, 1:1 Bewegungsrate ist sehr praktisch. Ich möchte vorziehen. Ja. Mein Acceleratus geht durch. Ich habe die Seite gewechselt. Sekunde. Du hast einen Acceleratus gewürfelt? Kommt jetzt. Ich hatte die Seite gewechselt, deswegen musste ich gerade so. Wie wäre das mit Chippen? Ja. Ich habe keinen Chip mehr. Gut. Du überlegst, wäre es jetzt klug, einen Acceleratus zu würfeln, zu wirken? Alle anderen Elfen würden intuitiv es machen, aber du denkst noch drüber nach. Du bist super Doc mittlerweile geworden. Wie viele Aktionen hast du gekostet? Zwei. Also eine letzte Runde, eine diese. Travigor, 13. Mir nach. Ich mach Versuch. Sturmangriff? Sturmangriff zu machen, aber ich komme nicht ran. Aber auf den Wolf komme ich ran. Da komme ich ran. Mein Sturmangriff auf den Wolf. Ja. Dann kannst du den Sturmangriff auf würfeln. Sorry, ich habe was vergessen. Der ist falsch eingetragen. Ich darf als Elf, darf ich die Klugheit durch die Intuition ersetzen. Ja, genau, ich wenn du vorher dran, nein, wenn du vorher dran denkst. Vorher. Warte, vorher echt? Ich muss das vorher sagen? Ja, natürlich. Du musst immer vorher sagen, was du tust, außer du bist blind. Der Wolf bekommt ein Passier. Ja, du bist, bist du aufmerksam? Ja. Ja. Er würde treffen. Ja, ich habe jetzt hier nur den Schaden von den Wurfballen eingetragen. Das ist dann 1W6 plus 3. Das sind 8 TP vom Wolfsbiss. Das ist nur der. In den Kopf. Das ist nur der Passierschlag gewesen. 13 ist durch. 17, hallo. Armatrus ist fertig und dann blitze ich den Aal an. Ja. Mit einer Aktion. Den Aal an, ja. Ja, blitz dich da. Stopp ich sie vor. Okay. Das war das zu spät? Ich weiß es nicht. Das ich hab schon gewürfelt gehabt. Okay, ja, dann ist okay. Du hättest es geschafft, aber die MES-5. Also ist es nicht geschafft. Ist es nicht geschafft, okay. Na gut. Dann habe ich dich trotzdem jetzt als lohnendes Zielobjekt. Kommst du an? Sturmangriff, doch. Kommst du hin? Ach, du bist da. Komm ich hin. Warte, ich sprinte. Und ich hau dir jetzt einen. Du hast eine Aktion geblitzt, ne? Und eine Aktion, dann hast du keine Aktion mehr zum Parieren. Entermesser. Na, plus 4 ist das gelungen. Kann ich ausweichen oder so? Irgendwas du kannst machen? Frei ausweichen, dann verlierst du Initiative. Wo sehe ich meine Ausweichen? Ansonsten würdest du 8 plus halbe Geschwindigkeit sind 9, also 5. Und dann nochmal plus 4, oder? Ich versuch's. Dann verlierst du trotzdem Initiative. Darum weißt du wie viel? Was? Sorry, wie viel? 4. Freies Ausweichen. Oh ja, das sind 4. Und der Sturmangriffschaden ist halbe Geschwindigkeit plus 4, ne? Ja. Ja, dann bekommst du 8 plus 4 sind 12 plus 5 von der halben Geschwindigkeit. 17. Sind 17 TP. Das sind 10 insgesamt. Schauen wir mal auf die Trefferzone in den Schwertarm. Macht keinen Unterschied bei mir, ich bin überall gleich. Ja, Kopf hätte ja sein können. Das ja, stimmt. Wäre ja, ich potenziell. Also 10 Trefferpunkte. So, das war Aal Ang. Der hatte vorgezogen, der ist dann auch durch. Kasim, 19. Ja, Ich bewege mich noch nicht, ich muss mal ganz kurz messen. Ich komme 8, ne? Also bis hier würde ich kommen. Das belastet. Ja, also ihr steht halt im Pulk nebeneinander, ne? Ja, genau, nee, es geht gerade um Zauberreichweiten. Aalang heißt eigentlich Anghalm Appelanger. Das ist sein Spitzname. Kann ich mich irgendwie so hierhin bewegen mit einer Aktion, um
auf Aal-Ang. Da ist der Wagen, da hängst du drin. Du kannst dich nicht auf ihn zubewegen, nein. Ardo steht davor, Mendarion steht davor. Also quasi auf der Linie ist der Wagen. Mendarion steht auf dem Wagen. Da, ja. Ah, okay. 3, 2. Kann ich mich hier hin bewegen, um dann an Ardo vorbei, also mit 2 freien Aktionen bis hier, um dann an Ardo vorbei ihn zu bezaubern, dass Ardo nicht in der Sichtlinie steht? Kannst oder du kann machen. Ich das von hinten schon machen? Klar, kannst du machen. Blitz, 2 Zielobjekte, er, ja. Eine Aktion Position und ein Blitz. Ja, genau. Die Position brauche ich auf jeden Fall schon mal so. Von der Position aus kannst du aber nicht beide sehen. Da kannst du die beiden sehen. Aber du kannst jetzt, wenn du direkt vor ihm stehst, kannst du nicht in so einem rundum Kreis, du musst ihn halt angucken. Du hast dich ja einmal bewegt. 39 reicht mir von der... 1, 0. Ach fuck it, Aal-Ang wird geblitzt. Aal-Ang, nur Aal-Ang, MR5.